Da befinde ich mich jetzt in Sumiswald, Grünen. Das ist mein Start für die heutige Wanderung. Schönes Emmentaler Dorf. Da haben wir den Entsorgungshof, Werkhof, und ich gehe jetzt da hoch. Der erste große Ausstieg. Der ist, glaube ich, langsamer als ich da. Wow. Da geht's so ziemlich steil hoch. Ein schöner Bergweg. Und schon der erste Ausblick auf das Dorf. Ich habe schon ziemlich Steigung. Da auf einer Militäranlage. Schaut, was ich da gesehen habe. Oh. Zum Glück ist Schatten hier. Jetzt habe ich ganz einen schönen Weg. Jetzt geht's an die Sonne. Heute haben wir ungefähr 28 Grad. Ein Blick ins schöne Emmental. Und da vorne kommt das Schloss Drachselwald in Sicht. Da ist jetzt das Schloss in Sicht. Ich habe einen ganz schönen Weg, aber heiß ist es. Wow. Oh, die Armen voller Fliegen. Ja, nicht zusammen. Da drüben nochmal das Schloss.
da fährt noch gerade ein Zug nach hinten. Ich habe mal einen Rundumblick. Von da vorne bin ich jetzt gekommen. Da hier geht es jetzt dann in den Wald hinein. Jetzt geht mein Wanderweg noch hoch. Ich habe heute noch etliche Höhenmeter zu bezwingen. Und geht auch etliche Meter wieder runter. Das da hier ist der Heimisbach. Da steige ich jetzt wieder runter. Und hinter diesen Tannen gehe ich wieder hoch. Und auf die andere Seite. Und dort weit hinten sieht man noch die Berge. Die Schrattenfluh, der vordere. So, jetzt geht mein Weg zuerst noch da hinten durch. Jetzt habe ich mit dem Abstieg begonnen. Da wieder ziemlich steil runter. Den Rohrbach graben. Da gehe ich jetzt ganz runter. Und auf der anderen Seite dann wieder hoch. Oh, die Berge. Der Niesen. Da hier. Geradeaus da ist der Niesen. Dort habe ich früher gewohnt. Wow, da geht es ziemlich steil runter. Zum Glück ist es trocken. Im nassen Weg könnte das da hier auch noch rutschig sein. Ja, das Emmental. Jetzt bin ich schon fast unten. Jetzt geht es dann noch der Straße entlang. Und ich glaube fast, diesen Weg da hier hinten geht es dann wieder hoch. Aber ich kann es von hier aus nicht hundertprozentig sicher sagen. Da noch einen Blick talabwärts. Jetzt bin ich in Heimisbach unten angekommen. Jetzt gehe ich da der Straße entlang. Talaufwärts.
Oh, diese Hügel hier. Ich gehe jetzt dann da vorne. Oh, schaut mal. Diese schöne Krähe. Ja, da vorne geht es jetzt dann wieder rechts hoch. Blick nach vorne. Und ich gehe jetzt dann hier rauf. Und das da ist auch ein sehr, sehr langes Tal. Da hier sieht man den Weg runterkommen. Das ist dort, wo ich runtergekommen bin. Jetzt fällt gerade einer runter. Schönes Land. Und dort oben muss noch ein Ausflugsrestaurant sein. Schau dann zu Hause nach, was das sein könnte. So, jetzt geht es weiter hier rauf. Das ist ein ziemlich steiler Aufstieg wieder und ein langer. Da unten ist noch einer am Pflügen. Und ich habe schon wieder ziemlich Höhe gewonnen. Da wäre noch eine schöne Bank. Aber die lasse ich jetzt aus. Da unten von dieser Straße komme ich jetzt hoch. Und jetzt geht es wieder in den Wald hinein. Es ist ein schöner Weg, aber doch relativ steil. Und von unten komme ich jetzt hoch. Und da oben verlasse ich den Wald schon wieder. Fast dort, ganz oben, wo die kleine Linde ist, komme ich durch. Und da über diesen Hügelzug drüben führt auch noch ein Wanderweg. Ein Blick ins Emmental hinein. Und jetzt muss ich doch nicht diesen Hügel hoch da. Oh, das ist schön. Da unten Hügel entlang. Sieht man auch schön weit. Das hat hier Täler. Und noch ganz, ganz oben hat es noch Häuser. Eine schöne Gegend. Und ich glaube, da ganz vorne, wo man auch noch eine Straße sieht, dort muss ich hoch. Thank you.
Da hier ist noch ein anderer ganz steiler Graben. Und da oben hat es auch noch eine Linde. Da hat es auch wieder Kühe, die möchten auch wieder rein. Ist doch so heiß heute. So ein schönes Tal einfach da. Oh. Es ist einfach schön, aber sehr, sehr anstrengend. Blick in den Jura. Wow, da geht's wieder steil hoch. Da vorne, fast überhängend. Wow. Jetzt habe ich einen Rundumblick. Da weit vorne sieht man das Stockhorn. Ich bin jetzt da ziemlich oben. Bis zum Jura. Das ist ein schöner Blick. Jetzt habe ich, glaube ich, noch die letzten Steigungen. Da vorne war ich, glaube ich, 994 Meter über Meer. Nochmal ein Blick in die Ferne. Das ist jetzt, glaube ich, meine höchste Erhebung von heute. Und da kommt der andere Fernwanderweg runter. Das ist der Alpenpanoramaweg. Der kommt vom Bodensee und geht bis nach Genf. Alles den Alpen entlang. Ich habe den vor etlichen Jahren auch schon mal gemacht. Sein ganz schöner Wanderweg. Leider habe ich damals nur Fotos gemacht. Also noch keine Videos. Es ist recht ein anstrengender Weg. Muss man doch auch etliche Höhen überwinden. Da nochmal einen Blick in die Ferne.